Ja, in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski. Ich bin der Petty und ich zeige euch heute, wie das Lied auf verschiedenen Instrumenten gespielt wird. Viel Spaß! Ja, in der Weihnachtsbäckerei wurde 1986 von Rolf Zukowski geschrieben. Er selber sagt, er hat es während einer Autofahrt auf dem Weg nach Hause sich ausgedacht und wurde inspiriert durch seine Frau und Kinder, die daheim saßen und Plätzchen gebacken haben. Und ja, das hat uns dieses schöne Lied beschert. Es ist im Original in C-Dur geschrieben, aber je nachdem, wer es singt und in was für einer Version man es spielt oder singt, variiert so eine Tonart. Ich spiele es hier mit dem Tenorsaxophon in D-Dur. Das ist die passende Tonart zu Konzert C. Also das heißt, wenn das Begleitinstrument in C spielt, kann ich das hier in D-Dur spielen. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Hause sitzt, Papa spielt mit der Gitarre, das Kind spielt mit der Blockflöte, dann habt ihr beide, braucht ihr beide die C-Noten. Also wenn ihr die Noten jetzt spielt, die ich euch hier einblende, dann müsst ihr zwingend aufpassen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel ein S-Instrument, ein B-Flat-Instrument habt, so wie das Tenorsaxophon, dass ihr die Noten spielt und die schwarzen Akkorde, das sind nämlich dann die C-Akkorde. Und wenn ihr mit einer Blockflöte spielt, einer Geige spielt oder mit irgendeinem C-Instrument, dann muss das Begleitinstrument die rot eingeblendeten Akkorde spielen, damit das tonal zueinander passt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da geht es um Transponieren. Wer das noch nicht kann, kann sich hier mein Video zum, oder da, irgendwo, mein Video zum Transponieren angucken. Und ja, das ist das Einzige, worauf ihr achten müsst. Das Lied geht ungefähr 2 Minuten 52 oder 3 Minuten, je nachdem, ist 146 BPM schnell. Und das bedeutet für euer Metronom, es ist Allegro. Ist aber egal, ihr könnt es langsamer spielen, ihr könnt schneller spielen, wie ihr halt wollt. So, das Lied besteht aus vier Refrains und drei Versen. Wir fangen mit einem Refrain an. Das ist bei Weihnachtsliedern relativ häufig der Fall. Und wir starten mal direkt. Wir haben einen Viervierteltakt. Und wir fangen mit einem Auftakt an, indem wir hier in D-Dur notiert von A auf G gehen. Ich spiele euch den ganzen Spaß jetzt langsam immer vor und blende euch die Noten ein und dann. Ach, kommt ihr schon klar. Also es ist nicht so schwer. Also, wir fangen mal langsam an. Na, in der Weihnachtsbäckerei. So, also wir gehen von A auf G, auf Fis, auf E und zum guter Letzt gehen wir auf das D. Dann geht es weiter. Wir gehen von E auf Fis, auf G, auf Fis, auf E. Das spiele ich jetzt mal vor. Na, das ist der zweite Part, nenne ich ihn einfach mal. Also ich spiele mal beides zusammen. Das haben wir bis jetzt. Damit ist der Takt jetzt noch nicht voll mit dem letzten E, sondern wir fangen halt wieder mit dem Auftakt an und gehen weiter in dem Refrain. Also, wir starten jetzt. Das soll erstmal reichen. Also. Wir starten ganz normal wieder mit einem Auftakt, aber aus dem Spielen heraus ist es also kein Auftakt. Gehen wieder vom E aufs Fis aufs G. Also, ich spiele das jetzt nochmal vor, den ersten Teil dann nochmal von dem dritten Teil dann jetzt. Ne? So, da gehen wir vom E aufs Fis, aufs G, G und aufs A. Dann geht's weiter. Ne, das spielen wir zweimal. Und nochmal A.
Im Prinzip relativ simpel. Also ich spiele euch jetzt mal vor, was wir bis jetzt alles haben. So, und zu guter Letzt kommt einfach nur noch mal in der Weihnachtsbäckerei. Na, das ist der letzte Part von diesem Refrain. Ende. Das ist der komplette Refrain. Ich spiele euch den kompletten Refrain jetzt noch mal vor. Jetzt diesmal ein bisschen schneller. So, das ist der komplette Refrain und wiederholt sich so im Lied halt die ganze Zeit. Gut, jetzt gehen wir in die Verse. Die sind relativ simpel zu spielen, also sind wirklich einfach. Wir fangen an mit dem F, das spielen wir den kompletten Takt durch. 1, 2, 3, 4, also relativ einfach, straight auf den Zählzeiten. Ich spiele jetzt einfach mal die ersten zwei Takte vor, denn die gehören eigentlich so zusammen. Na, das ist der erste Part. Wir gehen jetzt mal in den zweiten. Auch relativ simpel. Dann gehen wir in den dritten. Auch relativ simpel. Und dann das Ende. So, das ist relativ einfach. Das wiederholt sich jetzt auch nochmal. Ich spiele aber jetzt mal den kompletten Teil vor. So, das ist der erste Teil der Verse. Wirklich relativ simpel. Und ihr merkt, von Part zu Part wird es höher, ne? Also wir fangen erst auf dem Fis an, danach fangen wir auf dem Gis an, dann fangen wir auf dem A an und hinterher enden wir wieder auf dem tieferen D. Das gibt dem Ganzen dann so einen Abschluss. Dö, dup, Ende. So, der Anfang vom zweiten Teil der Verse ist identisch. Das Ende variiert, wenn ihr in den Refrain wieder einsetzt. Also ich spiele mal bis dahin, wo es gleich ist. So, bis dahin ist es gleich. Und beim ersten Teil habt ihr auf dem tiefen D aufgehört. So. Beim zweiten Teil, wenn es jetzt wieder in den Refrain geht, hört ihr auf dem hohen D auf, ne? So, ich spiele euch jetzt mal den kompletten zweiten Part vor und gehe dann direkt wieder in den Refrain rein. Wenn ihr dann nämlich jetzt auf dem tiefen D aufhören würdet, wird sich das nicht ganz so gut anhören. Also ich spiele mal kurz den zweiten Part mit dem tiefen D am Ende, wie es sich anhören würde, wenn wir dann in den Refrain gehen. Also ich finde, man braucht schon dieses hohe D, um dann Akzent zu setzen. Also so, ja, das ist auch schon der ganze Zauber von dem Lied.
Ich mag dieses Lied relativ gerne und das kann man auch gut langsam spielen. Also ihr müsst es jetzt nicht super schnell spielen, aber ich würde es auf den Punkt spielen. Also ich würde es jetzt nicht irgendwie jazzphrasieren oder irgendwelche tricky Parts da einbauen. Einfach straight durch und dann hört sich das Lied auch super an. Ne? Also ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwelche Staccato-Dinger reinzubauen. Ich denke, das wird nicht wirken. Ihr könnt es ausprobieren. Seid kreativ. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen bei Fragen, Sorgen, Nöten, Anträgen. Oder wenn ihr Lieder umgeswitcht braucht in andere Tonarten, dann transponiere ich euch eure Noten sehr gerne in die Tonarten und Akkorde, die ihr zum Zusammenspielen braucht. Dafür müsst ihr mich nur anschreiben. Gegen eine kleine Spende mache ich das sehr, sehr gerne für euch. Wie gesagt, einfach an meine E-Mail-Adresse anfragen und dann kriegen wir das schon hin. Gut. Ich bin der Petti. Ich sage bis zum nächsten Mal. Adios, tschüss und goodbye.